Willkommen zurück zu Robocop. So, was haben die eigentlich für Knarren? Sturmgewehr. Könnte vielleicht ganz cool sein. Ich probiere es mal aus. Okay, es wird auf jeden Fall härter. Alter, kann er viel ab. Gibt's jetzt hier irgendwas Besonderes oder wozu konnten wir hier rein? Ah. Jetzt frage ich mich bei dem Geräusch gerade, haben wir jetzt quasi die Mission abgeschlossen, um Beweismittel einzusammeln? Haben wir jetzt genug quasi eingesammelt, um die Erfahrungspunkte zu kassieren? Es wundert mich, dass er auch gar keine OCP-Kisten anzeigt irgendwie. Den kennen wir doch. Don't disturb me. I have laundry to do. You are not safe here. No, I can't lose this job. It's the only thing that's keeping me sane. Besides, I've got orders. You are in emotional shock. You should report to the guards and get professional assistance. I've already lost one job because of you. I won't let you do it again. Get lost. Cool, dass sie an den dann auch wieder noch gedacht haben. Finde ich nice. Oha. Leck mich!
John Stewart. I mean, just think. Would I end up in jail if I did? Just let me go, please. I can't handle this much stress. Quick, before someone throws the switch! Ach, ihn auch? Okay. Good, good. Not such a can-headed piece of shit after all. That's what the other inmates call you, but I don't. Not anymore, at least. Thank you. So, was haben wir hier Feines? Beschwerde des Häftlings. Ich verlange, von den obligatorischen Backkursen freigestellt zu werden. Sie wirken nicht entspannt auf mich. Sie machen mich wütend. Ich bin ein richtiger Verbrecher, ein echter Mörder. Und die Leute aus dem Ghetto lachen schon über mich, weil ich in diesem Kindergarten gelandet bin und den ihr Gefängnis nennt. Wenn sie von den Backkursen hören, ist mein Ruf ruiniert. Jimmy, die Bulldogge League. Oh. Ach so, das sind das quasi die Zellen, wo sie auf die Todesstrafe warten, ne? Ich frage mich, ob man quasi, wenn man hier zuerst reingegangen wäre, ob man hätte zusehen können. Gott, oh Gott, dass ich den gerade nicht erledigt habe, ist peinlich. Aber dass sie das auch gemacht haben, dass man die Wand zerballern kann, richtig, das finde ich cool. In anderen Spielen, Shootern, ist das bestimmt heutzutage auch schon üblich, keine Ahnung. Aber mir gefällt's. Oh, das sieht aus wie eine Arena. Hat gerade unsere Abprallfunktion irgendwie funktioniert? Noch mehr! Klar, warum nicht? Ich glaube, das ist ein schwer gepanzerter.
Achso, die leben tatsächlich noch. You missed your cue! This whole rehearsal is a fucking mess! Robocop, call the studio and tell them they need to get me out of this shithole! Beziehungsweise er hat überlebt. Whatever you are doing here, it is not safe for you to continue. What do you think I'm doing? I'm preparing for a role. Your life is in danger. The prisoners are armed and running freely. Look at the schedule. Today we're shooting prison riots. So what did you expect? You are no longer an actor. You are a scum convicted of murder. Find a guard now. I'm not moving an inch till my agent calls me. And do something about that guy. His acting is stiff. Hey, pal, lay off the showbiz. Someday you'll thank me for that advice. So, jetzt haben wir quasi noch das letzte Viertel vor uns. Obwohl, es geht ja quasi hier oder rum. Got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Sie müssen bei ihm bleiben. Justice can only be served by executing court orders. You're more human than this fucking jailer! Kann natürlich auch wieder eine Fehlentscheidung gewesen sein. Müsste die doch eigentlich schon sehen. Ah. Der Rauch sagt doch eigentlich schon wieder ein Gegner, oder? Warum sind die grün?
bald wieder ein Level up. Yay! So, dann zack. Die Schockwelle wird wahrscheinlich das sein, was wir auf Steuerkreuz unten haben. Irgendwo hier noch offene Zellen. Gleich am Anfang. Ah ne, von da kommen wir. Ne, kommen wir nicht. Bewegen sich beide aktuell nicht, so wie es aussieht. Nice. Fehlen uns nur noch 3 Level hier. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Oder sind die bloß in Stellung gegangen? Kann auch sein. Nun gut, machen wir erstmal wieder ein Päuschen hier. Spitze bedanke mich. Bis denne.